Kohltränke. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Da kann man noch in den Garten gehen. Eine Hake. Naja, die Mauer gucken wir uns jetzt nicht extra an. Gehen wir jetzt mal zum Alumann. Gehe hinters Haus. Sind wir wieder hier. Ab zur Limousine. Und einmal anfassen. Oh oh. Wer war das? Weiß nicht. So. Sehr schön, sehr schön. Zumindest lässt er sich ja immer mit der Alarmanlage ablenken. So, wo ist der Alumann jetzt? Wahrscheinlich beim Schocktherapieraum, eventuell noch. Nein, hier ist er nicht mehr. Schwierig. Gucken wir mal einen Aufenthaltsraum. Vielleicht erstmal einen Fernsehraum. Alles unterwegs mitnehmen. Oh! Was macht der denn da? Wie der seine Finger hält. Ob das Spaß macht? Fragen wir einfach mal, was er da tut. Hallo Alu, alte Socke. Alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Das noch nicht. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Jo, finde ich auch. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Hab ich doch schon. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Natürlich. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Sehr schön. Und da rennt er gleich los. Hinterher. So, mal schauen. Nanu? Ist der Alumann noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Mhm. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Ach Mensch, Alumann. Wie kannst du denn jetzt... Was ist denn los? Hey, Alu! Ah, Edna! Schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Ah. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Mhm. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Naja. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Ja. Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie?
oder hier bleiben. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Warum? Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Ach so. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich die Steine? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Das heißt. Das heißt, dieses Rätsel mit den Steinen, was wir vorhin schon gesehen haben, müssen wir jetzt machen. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Hat er gerade erklärt, oder? Die Steine in die, ja. Sie müssen in Fast. Na, jetzt weiß ich nicht. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Bis später. Vielleicht können wir ihn ja auch. Auch hier, Startkabel für Elektrizität. Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre. Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Pfui. Na fein, na fein. Dann werden wir uns gleich mal ans Rätsel machen. Gut, nach ein bisschen längerer Zeit spielen wir mal wieder weiter. Wir hatten aufgehört mit dem Aluman hier. Ich hatte auch schon mal eine Aufnahme angefangen, aber die kann ich euch nicht antun. Wir sollten ja jetzt hier dieses Rätsel machen, damit... Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Ja, leg's hin. Damit er sich besser aufladen kann. Und in meiner ersten Aufnahme hätte das 10 Minuten ungefähr so ausgesehen. Oh Mann, ich verstehe das blöde Rätsel nicht. Du elendes. Und genau so soll es natürlich nicht sein. Ich schau mal, ob ich das jetzt nochmal direkt beim ersten Mal richtig hinkriege. Also die Steine stellen ja seine Finger da. Der muss hoch. Der war, glaube ich, ungefähr da und der müsste so gewesen sein. Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Ja, ich habe mich auch unheimlich beruhigt gefühlt, nachdem ich es endlich geschafft habe. Gut, dann reden wir nochmal mit dem Alu-Mann. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Ebenso. Aha, hier. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlt. Ja, das möchte auch so sein. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Super. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Na. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja. Entweder das, oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Na, dann gehen wir mal zurück zum Auto. So. Wie sieht's aus? Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Ah, ja. Hast du eins? Das haben wir ihm ja schon mal gezeigt. Dann geben wir ihm das mal. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Oh mein Gott. Der Wagen läuft.
Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn,